Einen wunderschönen guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Möbelkutscher. So. Ich heiße euch herzlich willkommen an Bord von Lagerta Tours. Die heutige Reise wird uns nach Frankreich bringen. Ja, ach, herrlich. Leute, ihr merkt's wahrscheinlich jetzt schon direkt. Ich hab Bock. Es ist Dienstagmorgen. Ja, Dienstag. Gestern habe ich nämlich nur einen Zubringer gefahren. Aber das ist nicht schlimm. Denn wir machen uns jetzt gleich auf den Weg. Erstmal Spiegel ausklappen. Machen uns jetzt auf den Weg nach Frankreich. Erstmal zum Hersteller, Auflieger abholen und dann nach Frankreich. 6 Stellen Betten, ist nicht schlimm. Wir sind das erste Mal allein unterwegs und das ist auch, ja, also mit Daniel, das hat mega Spaß gemacht. Ich will das, na, dass ihr das wisst, aber ich bin trotzdem sehr froh, jetzt auch mal wieder alleine mit euch unterwegs zu sein. Daniel ist die Woche auch in Frankreich unterwegs, allerdings in Südfrankreich, in einer der schlimmsten Regionen, die man in Südfrankreich haben kann. In Anlehnung an das letzte Video, da werden wir nämlich dieses Mal auch noch weiter drüber reden. Also das ist so ein Video, wo wir ein bisschen Tiefgang reinbringen können wieder, weil ich frei reden kann und es egal ist, wie lange ich rede. Das wird, glaube ich, richtig schön. Aber jetzt muss ich erstmal los zum Hersteller, Auflieger schnappen und dann machen wir uns erstmal auf den Weg und zwischendurch werde ich euch dann was erzählen. Ist klar? Rin gehauen. So, Leute. Oh Mann, erste Aufnahme, zweite Aufnahme, dazwischen, keine Ahnung, sehr viel Zeit. Ja, wo sind wir jetzt? Wir sind auf der A5 kurz vor Frankfurt gefahren. Sind wir vom Hof zum Hersteller in Herford. Sind dann da auf die A2, dann auf die A33, die 44 lang durch. Dann von der 44 wieder runter, weil so lange durch sind wir die gar nicht gefahren. Und sind dann durch das Edertal Richtung Marburg-Gießen gefahren. Genau. Und dann ein kurzes Stück A45. Jetzt sind wir auf der A5. Ja, Richtung Süden und sind Schleicher unterwegs. Obwohl, das ist kein Schleicher, na? Das möchte ich so nicht gesagt haben. Der fährt Gefahrgut und ich finde das vollkommen okay, dass die eben nicht mit 90 ballern. Vor allem gerade beim Gastransporter. Ich fand auch, dass der Scania mit dem blauen Auflieger ziemlich dicht vor ihm reingegangen ist. Das gehört sich so eigentlich nicht. Denn, ja, die Jungs, die solche Fahrzeuge fahren, Gefahrgut, Gas, gerade Gas und hochexplosive Stoffe und auch leicht entflammbare Stoffe und so, die sehen ja schon zu, dass sie möglichst so fahren, dass nicht groß was passieren kann. Und dann sollte man ihnen auch nicht direkt vor die Goschen fahren. Vor allen Dingen, wenn man eh viel schneller ist. Also er hätte einfach zwei, drei Sekunden später reingehen können und er hätte locker 10 Meter mehr gehabt. Egal. Ja. Wir fahren nach Pfaffenhofen. Ich habe doch Frankreich gesagt. Hä, wir fahren nach Pfaffenhofen? Ja, wir fahren nach Pfaffenhofen in Frankreich. Richtig. Wir fahren ins Elsass. Unser Einsatzgebiet diese Woche ist im Raum Straßburg. Und geht, glaube ich, runter bis kurz vor Mühlhausen, da Besançon, die Ecke. Das wird schon relativ lustig. Ja, jetzt rennt das Auto ein bisschen bergab. Haben guten Abstand. Reinziehen, fertig. Oh, jetzt bremst mal bitte auch ein Auto. Genau. Also ich habe den im Augenblick auf Vollgas stehen. Und das heißt, wenn er überrollt und das dazu neigt, der
DAF sehr stark, was auch sehr effizient ist. Denn je mehr ein Auto rollt, desto weniger Sprit verbraucht man. Ne? Klar, also weniger Diesel. Gut, und wenn er dann überrollt, dann ist das halt so. Ich bremse den dann nicht immer automatisch ein, weil, wie gesagt, ich will ja auch das Auto so effizient wie möglich fahren. Übrigens, wie gesagt, wir sind A33, 44 und dann durchs Edertal und wir haben einen Spritverbrauch von 19,1 Litern. Beladen mit Doppelstockzugbetten. Ja, gut, das ist nicht das schwerste Gut, was wir drauf haben, aber so ein Doppelstockauflieger wiegt ein bisschen mehr als so eine Einachs-Möbeltonne. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ich werde euch den Auflieger auch nachher noch mal ein bisschen zeigen. Das machen wir aber zum Feierabend, denn Feierabend haben wir auf jeden Fall noch bei Sonnenschein, also bei Lichtverhältnissen, sagen wir es mal so. Ich liebe ja diesen beginnenden Frühling. Seht ihr das? Da ist schon überall so ein bisschen grün. Ah, Kirschen sind am Blühen in Deutschland. Herrlich. Da ist auch irgendwas weiß am Blühen. Ich bin ja kein Botaniker. Ich bin ja LKW-Fahrer. Eine Kirsche erkenne ich noch. Einen Apfelbaum erkenne ich auch. Aber ich weiß leider nicht, wie die restlichen Pflanzen dieser Welt quasi heißen. Überholverbot. Zum Glück ist keiner vor uns. Ja. Ach, herrlich, Leute. Ich wurde in einigen Kommentaren auf den letzten Videos öfter mal gefragt, warum ich so fertig aussehe. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Doppelbesatzung fahren ist anstrengend. Das hat mit dem Daniel mega Spaß gemacht, aber es ist anstrengend, weil man deutlich, deutlich längere Tage hat. Weniger Freizeit, bisschen mehr Arbeit, ist alles ein bisschen stressiger, mehr Kilometer und Co. Dementsprechend war ich halt einfach jetzt nach 8 Wochen durchgängig Doppelbesatzung fahren, wurde es dann auch für mich spätestens jetzt mal wieder Zeit, eine Woche allein zu fahren und dann bin ich jetzt auch so chillig gestartet. Also ich bin nicht Sonntagabend raus, sondern ich bin Montag los, habe Zubringer gefahren, bin wieder zurück zum Hof, habe Feierabend gemacht und heute Morgen gestartet für diese Tour. Genau. Ich möchte mich einmal bei euch allen bedanken, außer bei diesen 1-2 Querköppen, aber da gehe ich jetzt auch nicht weiter darauf ein, für eure Anteilnahme zum letzten Video. Für mich war das mal wieder ein Experiment. Ihr kennt das, ich mache zwischendurch mal so ein Auskotzvideo. Das ist auch nicht unbedingt immer hundertprozentig angebracht und so. Ich weiß, aber ich brauche das zwischendurch. Und dieses Video, was wir jetzt gemacht haben, mit den Aufzeigen der Schattenseiten, das lag mir sehr am Herzen. Deswegen habe ich da auch nicht pathetisch irgendwie versucht, rumzufluchen oder irgendjemandem Schuld zu geben. Denn da macht man es sich einfach zu einfach mit. Ich finde, eure Anteilnahme in den Videos sehr gut, sehr toll. Es zeigt, dass wirklich einige Menschen da draußen, die mit dem LKW fahren, halt noch nicht ganz viel am Hut haben, dass den Menschen das halt gar nicht mal unbedingt so bewusst ist, welche Schattenseiten dieser Beruf auch haben kann. Und dann das andere Extrem ist, es ist unglaublich, auch mal mitzubekommen, wie viele Kollegen hier auf diesem Kanal unterwegs sind und die auch Gleiches oder zumindest sehr stark Ähnliches auch schon erlebt haben, denen auch schon die Plane kaputtgeschlitzt wurde oder versucht wurde einzubrechen. Und es zeigt halt für mich persönlich auch, dass solche Videos mit einem aufklärerischen, nee, das ist ein doofes Wort, das gibt es auch gar nicht. Also dass Videos mit solchem aufklärenden Charakter, die sind offensichtlich nötig. Und dementsprechend werde ich mir jetzt vornehmen, dass wir einmal im Monat auch mal über sowas reden. Es kann sein, dass auch mal 2 Monate nichts kommt, weil wenn nichts aktuell ist, was dann so besprochen werden kann, dann kann das auch mal sein, dass das halt dann wegfällt, ne, für einen Monat. Aber ich werde mal versuchen, dass wir das mal regelmäßig mit einbauen, solche Videos. Denn den Berufsstand, unseren Berufsstand richtig darzustellen, ich glaube, das
habe ich auch für mich so ein bisschen als Aufgabe. Für mich persönlich. Wie gesagt, schöne Touren zeigen und die tollen Seiten zeigen, das ist gut und das ist auch wichtig. Da geht es alleine schon um Nachwuchsförderung und da geht es auch um das Image von uns LKW-Fahrern. Ganz klare Sache. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir anfangen sollten, andere Sachen dadurch auszublenden oder verklärt zu betrachten. Ja, dafür liebe ich diesen Job viel zu sehr. Und dafür hasse ich auch diese Schattenseiten viel zu sehr. Das geht beides Hand in Hand. Das heißt nicht, dass man seinen Job weniger mag, nur weil es halt einige Sachen gibt, die wirklich sehr uncool sind. Sondern das bedeutet halt wirklich, dass man sich damit auseinandersetzt und ja, das Ganze auch versucht, reflektiert zu betrachten. Und wie gesagt, es freut mich sehr, dass das bei euch auch gut ankommt. Dass ich es mir jetzt auch erlauben kann, solche Videos mal zwischendurch zu bringen. Danke an euch. Es zeigt einfach wieder mal, was ihr für eine gute Community seid. Na? Übrigens, es wird bald ein Video geben, denn vielleicht könnt ihr es da unten erkennen. Wir haben bald 200.000 Kilometer. Und spätestens jetzt wird es dann Zeit für das Zwischenfazitsvideo. Das wird auch kommen, wenn wir die 200.000 voll machen. Also ich denke mal, nächste Woche werde ich das drehen. Nächste oder übernächste Woche? Wahrscheinlich übernächste Woche. Weil diese Woche machen wir gar nicht mehr so viele Kilometer. Wir haben jetzt 195.840 Kilometer. Und dann werde ich ja mal so ein Video machen über den XG Plus, über unsere Lagerta und dann auch mal sagen, was mir besonders gefällt und was mir auch nicht gefällt. Stärken, Schwächen, Kinderkrankheiten, über sowas alles können wir da mal reden. Guck mal, auch Möbelspedition, Prüßner. Schöner Gruß geht raus an euch. Ja, das ist auch so ein Thema, da könnten wir auch mal irgendwann mal drüber reden. Es gibt nämlich ja natürlich nicht nur unsere Spedition, die im Möbelgewerbe unterwegs ist. Da gibt es ganz, ganz viele andere Speditionen auch, die auch sehr gute Arbeit leisten und sehr engagierte Fahrer haben. Und das Letzte, was ich natürlich will, ist, dass hier irgendjemand, es soll hier kein Eindruck entstehen von wegen hier, der Möbelkutscher, der ist es und ist der Einzige. Nein, es gibt so viele wirklich richtig, richtig gute Möbelkutscher, die sind da draußen unterwegs, um Europa mit frischen Möbeln zu versorgen. Und die dürfen wir auch nicht vergessen. Vielleicht kriege ich es ja auch mal irgendwann hin. Das ist ein großes Vielleicht, weil das müsste ich abstimmen. Und könnte euch dann auch mal noch eine andere Spedition vorstellen. Mhm. Aber das ist noch Zukunftsmusik, das müsste ich auch erst abklären, ne? Aber mit der Spedition Prüßner zum Beispiel verbinde ich auch ja, viele, viele gute Eigenschaften und Erinnerungen. Das sind wirklich echt Top-Jungs. Kann man gar nicht anders sagen. Gut. Also wir haben ja so 225 Kilometer. Ist ja gar nichts. 3 Stunden 14, sagt das Navi. Boah. Das heißt, ich kriege ja noch nicht mal 9 Stunden heute. Auch nicht schlecht. Ich kann damit gut leben. So halb links von uns ist Frankfurt City. Skyline ist bei diesen Wetterverhältnissen nicht zu sehen. Sieht doch eigentlich nur abends richtig gut aus. Wir werden nachher am Flughafen, also am International Airport Frankfurt vorbeikommen. Ja. Ich habe richtig gute Laune. Man merkt das. Ich bin wieder in Redelaune, habe die Verfassung dazu, frei zu reden. Und das mag ich persönlich ja sehr. 60 auf 600 Metern. Ich verzögere mal ein bisschen. Hinter mir ist auch nichts. Ich bremse keinen aus. Ja, ich bin immer noch nicht bei 60. Ich weiß. Wahrscheinlich hier wegen der Brücke. Ja.
Pizzastadt jetzt nicht da. Schön. Wofür ich mich auch bedanken möchte bei euch? Über die Tatsache, wie gut das Kroatien und Montenegro-Video bei euch ankommt. Da drüben ist Frankfurt. So ganz im Dunst. Da sieht man noch so ein paar von den Wolkenkratzern. Aber sehr, sehr im Dunst. Das Video ist mittlerweile in den Top 5 von den Aufrufzahlen. Das heißt, ihr habt jetzt in, ich glaube, 4 Wochen ist das Video alt. 5 Wochen ist das Video so in den Dreh. Ihr habt es jetzt schon geschafft, das auf über 70.000 Aufrufe. Danke einmal dafür. Das Video hat auch eine sehr gute Watchtime. Das heißt, ihr schaut es auch lange an. Dafür möchte ich mich auch bedanken. Denn ihr wisst ja, Watchtime ist wichtig, damit dieser Kanal läuft. Ne? Und ich bin mal gespannt, was wir für Highlights dieses Jahr noch reinkriegen. Ob wir vielleicht nochmal eine vergleichbare Tour kriegen. Da hoffe ich zumindest ganz stark drauf. Die dann für euch das gleiche Potenzial hat, zum Top-Video zu werden. Ich freue mich riesig auf das gute Wetter, was jetzt langsam wieder anfängt. Ich freue mich auf den Frühling, auf den Sommer. Darauf, dass man endlich wieder schöne Aufnahmen mit der Drohne machen kann. Auf ordentlich viel Farbe auch im Bild. Nicht immer alles nur grau und grau. Es wird euch ja mit Sicherheit genauso gehen. Es ist einfach so, dass irgendwann ist man froh, wenn der Winter dann nochmal vorbei ist. Auch wenn man Wintermensch ist. Na? Ach, herrlich. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja auch dieses Jahr nochmal hin, dann nach Schweden hoch zu dürfen. Keine Ahnung. Das gefällt euch ja auch immer sehr. Und dann machen wir nochmal so ein paar Spezialvideos. Ja, ich werde jetzt erstmal eine ganze Weile noch fahren. Und ich würde sagen, dann melde ich mich zum Feierabend spätestens bei euch zurück, wenn das für euch okay ist. Und ja, sag an dieser Stelle dann jetzt einfach mal bis gleich. So, Freunde, wir fahren jetzt über den Rhein bei Hagenau und wenn wir drüben sind, dann sind wir wirklich drüben, weil dann sind wir in Frankreich. Hier ist noch ein Kraftwerk, ne? Wasserkraftwerk. Ja. Hagenau. Der Ort sagt mir sogar was. Schon krass, wie der aufgestaut wird da rein. Das ist ja nur, damit das schiffbar ist, ne? Weil hier, wie hoch das Wasser hier ist und wie niedrig da drüben. Das ist schon nicht zu verachten. Bis zu unserem ersten Abladeort sind es noch 50 Kilometer. Und wir fahren gleich drüben in Frankreich dann wieder auf der Autobahn auf eine andere, die parallel läuft zur A5. Dann hoffen wir mal, dass da noch vielleicht noch ein Parkplätzchen kommt. Ansonsten wird es heute Abend ein wilder Parkplatz. Ja, willkommen in Frankreich, ne? Thank you.
Und was findet man an fast jeder Grenze? Erstmal direkt Outlet. Beinheim. Outlet Beinheim. Und der LKW verdeckt gerade das Schild Staatsgrenze. Da, Frankreich. 80 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften, innerhalb 50. Und auf Autobahnen, nicht Nationalstraßen, auf Autobahnen 90. Na? Da wisst ihr Bescheid. Das Wetter ist heute aber auch echt, ey. Das ist was herrlich, wenn die Sonne mal wieder so richtig schön durch die Scheiben brezelt. Das mag ich. Ach, herrlich. Wie gerade schon angesprochen, jetzt erstmal, nächste Aufgabe ist, geeigneten Parkplatz finden, um stehen zu bleiben über Nacht. Dann werde ich mal gucken, dass ich morgen früh auf 8 Uhr zu unserem ersten Pflegeheim fahre. Die kriegen auch exakt ein Bett. Ich werde auch nachher nochmal checken, ob das überhaupt ein Pflegeheim ist. Es könnte auch sein, dass das sowas wie ein Sanitätshaus ist. Ne? Und dann werde ich danach dann entscheiden, also wenn ich das geklärt habe, werde ich entscheiden, wann ich morgen früh losfahren muss. Jetzt geht es gleich auf der Autobahn drauf. So, Tempomat ist aus. Von hier aus 510 Kilometer bis Paris und 46 bis Straßburg, 24 bis Hagenau. Ah, jetzt fällt es mir mal wieder ein. Wer von euch hat Band of Brothers gesehen? Stimmt, einige. Ja, genau, die sind auch in Hagenau gewesen, 82. Luftlandedivision der amerikanischen Fallschirmjäger. Ganz genau. Die haben ja auch bei Bastogne gekämpft, das ist ja in Belgien, ein paar Kilometer weiter hoch. Das ist hier ziemlich geschichtsträchtiger Boden, über den wir gerade fahren, der sich ja auch in den, ja, wie soll man sagen, also das Elsass hat ja auch in der Geschichte immer mal wieder den Besitzer gewechselt, ne? Gehörte mal zu Deutschland, mal zu Frankreich. Das liegt an den Bodenschätzen. Deswegen haben die sich da ganz gerne mal darum gezofft, statt sich das einfach zu teilen. Echt, ey. Aber naja, Politik muss man ja auch nicht verstehen. Ja, genau, Chuck Norris sitzt übrigens drüben an der Scheibe. Der lächelt jeden an, den wir überholen. Und jetzt fahren wir auf der Autobahn auf, weil das ist aber auch eine Kurve. Ich muss relativ ruhig fahren mit diesem Auflieger. Wie gesagt, wir haben Doppelstock, das heißt einen ziemlich hohen Schwerpunkt. Und da sollte man in Kurven es nicht übertreiben, weil sonst hast du ruckzuck mal, dass der Auflieger ein Beinchen hebt und im schlimmsten Fall sogar umkippt. So. Jetzt sind wir auf der Autobahn, wir lassen hochbeschleunigen auf 90. Oder auf das, was zumindest der da vor uns fährt, und fahren dem jetzt erstmal noch ein paar Kilometer hinterher. Wirklich nur ein paar, 4,7 um genau zu sein.
tja, das wird spannend, ob ich noch einen Parkplatz kriege. Aber ich will euch jetzt auch nicht langweilen hier mit ein bisschen durch die Gegend fahren und nichts zu sagen haben. Das ist ja nicht ganz so cool. Dementsprechend sage ich einfach mal bis gleich. Bin ja auch. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zurück. So, Mittwochmorgen. Und wir checken jetzt mal schnell durch hier. Beziehungsweise machen einfach mal eine Abfahrtkontrolle und bringen aber vorher noch ein bisschen Müll weg. Genau. Ja, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Naja, ihr habt ja besser nicht geschlafen. Ich habe gut geschlafen, so rum. So, das ist das Schätzchen. Zwei Achsen, die vordere starr, die hintere gelenkt. Und die vordere kann angeliftet werden. So. Das sieht doch mal soweit alles ganz gut aus. Dreckig ist das Auto, ne? Dreckig und trotzdem hübsch, ne? Ja, für uns geht's jetzt erstmal los. 40 Minuten sind noch, also knappe 40 Minuten sind noch zu fahren. Und das machen wir jetzt einfach mal. Bis gleich. So, Freunde. Dann wollen wir mal gleich losfahren, wa? Ich hoffe, ihr habt alle genauso viel Lust wie ich. Ja, was steht denn eigentlich heute an? Das ist eigentlich recht schnell erzählt, was heute ansteht. Denn wir haben nur zwei Kunden. Zwei heute, zwei morgen. Vier Kunden insgesamt. Wir fahren jetzt erstmal zu einem Sanitätshaus. Die kriegen ein Bett. Und dann fahren wir zu einer Residenz, also zu einem Pflegeheim. Und dort kommen dann 5 Betten runter. Ja, genau, ganze 5 Betten. Und dann war es das für heute auch schon. Es ist ein bisschen neblig heute Morgen, ne? Ja, aber so ist das halt. So, 55 Minuten sagt das Navi jetzt. 49 Kilometer. Schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich hier sicher gestanden. Ist keiner dran gegangen an meinen LKW. Das ist ja schon mal viel wert, ne? Haben wir ja letztens erst lang und breit drüber gesprochen. Überholt. Ihr werdet das wahrscheinlich kaum noch wahrnehmen. Ja, so ist das im Leben. Okay, Leute, ich schmeiße jetzt mal schnell die Kamera ans Ladegerät, damit wir gleich das Abladen filmen können. Und melde mich dann kurz vom Kunden zurück. Ne?
glaube, das klingt nach einem Plan. Linie hauen. Leute, ich habe schon wieder was erlebt hier, ey. Deswegen habe ich auch gerade nicht mehr gefilmt. Fährst Landstraße, Ortschaft, Landstraße und so weiter. Und auf einmal stehst du vor einem Schild. Das Schild sagt dir, ja, da kommt jetzt eine 3,60 Meter Brücke. Aber eine Wendemöglichkeit, die war da nicht. Ich habe schon wieder Dreck auf der Linse, ne? Muss ich da echt rangieren wie ein Weltmeister, um dort zu wenden. Jetzt bin ich beim ersten Kunden und der macht nicht um 8 auf, der macht erst um 9 auf. Naja, bis zum zweiten haben wir über 2 Stunden. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich hier irgendwo drehen kann in der Ortschaft. Denn wie ihr da vielleicht sehen könnt, ich stehe hier mitten an der Hauptstraße. Da vorne komme ich nicht rein wegen der Laterne. Ist nicht ganz so optimal. Aber mein Gott, so ist das Leben, ne? So ist das Leben, Leute. Ja. Und jetzt fahren sie sich hier fast über den Haufen. Aber naja, so ist das halt. Bis später. So, Freunde. Also, es ist jetzt folgendermaßen. Ich habe das Bett, das eine da abgeliefert. Bin dafür rückwärts auf den Hof gefahren. Und jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier rauskomme. Müssen durch Pfaffenhofen durch, sagt er. Er meinte, das würde gehen. Ich bin gespannt. Und da mit dem Sattel durch, das ist nicht gut. Oh Mann. Jetzt gucke ich mir das Ganze hier mal an. Gut sieht das alles nicht aus. Aber naja. Das heißt, es ist natürlich Obacht, weil da oben hängt der Spiegel, da unten ist das Dingens. Und der Spiegel ist gleich schon außerhalb meiner Sicht. Ich sehe ihn nicht mehr. Dementsprechend fahren wir jetzt mal ganz vorsichtig hier durch. So, und jetzt werdet ihr auch verstehen, wenn ich sage, das Elsass ist selten auf LKWs vorbereitet. Das ist wirklich alles andere als gut.
Gute Frage. Das Navi will jetzt da lang. Umleitung sagt auch da lang. Ja, wie gesagt, das ist alles ein bisschen speziell, ne? Wenn man mal so überlegt, dass man hier halt auch große Firmen dann hat, die ja auch irgendwie beliefert werden müssen. So, geradeaus dürfen wir nicht. Ist für 3,5 Tonnen gesperrt. Also der Kunde selber hat mir beschrieben, wie ich hier fahren soll. Der Kunde fährt aber selber kein LKW. Sowas ist mit ganz großer Vorsicht zu genießen, Leute, ne? Eigentlich muss ich nur geradeaus. Ist schon ein schönes Städtchen, ne? Jetzt muss ich tatsächlich hier durch. Ja, Saschas Abenteuerreisen, wir sind wieder in vollen Gange, Freunde. Wir sind wieder im vollen Gange. Wir geben wieder alles, ne? Wir brechen Kokosnüsse und alles, was sonst nötig ist. Wir knacken alles. Echt, ey. Wenn man dir sagt, dass es keiner kann, dann rufst du mal bei Westerfeld an. Und wir machen das schon. Ist so. So, jetzt sind wir wieder an der Baustelle. Boah, Satan, ey. Müssen wir gleich schon mal Folgendes machen. Ich muss nämlich so gerade wie möglich darüber. Am besten ohne den Spiegel zu rasieren da vorne. Sieht aber gut aus. Welcome to the Elsass. Oh, meine Güte, bin ich froh, dass ich jetzt da wenden konnte. Weil ihr werdet das gleich nochmal sehen. Dann zeige ich euch, wo ich rückwärts drin gestanden habe. Das ist so wie so ein großes Sanitätshaus. Da sind Ärzte drin, so ein Sanitätshausausstatter, also wo man Rollatoren und so ein Bett und so alles kriegen kann. Und natürlich auch eine Apotheke.
So, und direkt vor dem großen weißen Gebäude, rückwärts links, da stand ich drin. Also rückwärts links rein da. Um genau zu sein, da drin. Da bin ich rückwärts reingefahren. Und ja, ich bin froh, dass das jetzt geschafft ist erstmal. Und wir kommen beim nächsten Kunden an um 11:00, weil das Navi ist noch völlig überlastet hier. Das weiß nämlich noch gar nicht, was, wann, wie, wo. Was auch nicht zuletzt daran liegt, dass hier halt viele LKW-Verbote sind, ne? Also 3,5 Türmen Durchgang und dann kommen auch die besten TomTom-Navis irgendwann mal an ihre Grenze. Dann werden wir mal geradeaus fahren. Von da sind wir nicht gekommen. Also unser Navi will immer noch, dass wir wenden und nochmal eine Rutsche durch Pfaffenhofen durchfahren. Und nein, da bin ich kein Freund von. Das brauchen wir nicht. Leute, ich werde jetzt erstmal zusehen, dass ich Richtung nächsten Kunden komme. Also wir müssen jetzt Richtung Nancy. Das sind halt gute 2 Stunden Fahrt. Und dementsprechend melde ich mich dann später bei euch wieder. Bitte nicht böse sein, ich mache die Kamera nachher auch noch mal an beim Fahren, aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich einen guten Weg raus auf die nächste National- oder Autobahn finde. Ne? Das ist schon wichtig gerade. Bis später. So, Freunde. Jetzt haben wir es fast geschafft, sind fast beim zweiten Kunden. 2,1 Kilometer haben wir noch, die nehme ich euch selbstverständlich mit. Und dann schauen wir mal, wie das vor Ort aussieht. Bin hier nämlich selber sehr, sehr, sehr gespannt. Jetzt haben wir erstmal hier noch so ein paar Ampeln, mit denen wir uns rumplagen müssen. Auch das kriegen wir hin. Ja, es gehen jetzt 5 Betten darunter und dann sind wir durch für heute. Dann muss ich nur noch bis zum nächsten Kunden ranfahren und dann machen wir den morgen. Minuten. 1,3 Kilometer. Hier direkt neben uns ist so ein eingezäunter Komplex, ihr seht es ja. Und ich vermute, dass es das ist.
mal gespannt. Er ist sogar so clever und fährt extra an der Seite für uns. Und da haben wir sie wieder, die wohlbekannten Franzacken. Über die fahren wir immer schön vorsichtig, über diese Zacken. Denn die warnen uns davor, dass dort Speedramps sind, also hier diese Huckel halt. Werdet ihr euch bestimmt denken, so, das sieht nicht an wie eine, aus wie eine typische Anfahrt zu einem Altenheim oder Pflegeheim. Ja, der gleiche Eindruck drängt sich mir gerade auch auf. Mission de Retin stand aber gerade schon drauf. Links. Mission de la Retour de la Sainte Famille. Hier rechts von uns irgendwo sein. Das ist ein Riesenkomplex. Ich stelle mich jetzt erstmal hier vorne hin und werde da mal reinlaufen, uns anmelden und dann schauen wir mal, was die dann sagen. 3,50 Meter Durchfahrt ist natürlich schon mal mega unschön. So, hinter uns kommt ein Bulli. Schauen wir mal. Bis gleich. So, Freunde. Warm ist es. Schlagartig 20 Grad. Und es wird noch wärmer. Die fünf Betten sind jetzt raus. Ich bin hier einfach stehen geblieben. Und er sagte, lass uns das direkt hier entladen, also der Hausmeister. Und er hat das mit dem Pfleger reingeholt. Die wollten es auch gar nicht auspacken, also gehen die wahrscheinlich heute noch gar nicht auf die Zimmer.
Ja, und dann die Betten halt von hier abgestapelt und da den Weg runter, um dann da unten ins Haus. Hier ist so ein Huckel und rückwärts über den Huckel drücken ist nie richtig toll. Möchte ich einmal anmerken. Und jetzt hängt die Vorderachse genau davor wieder. Fahren wir erstmal die Straße ein ganzes Stück zurück. Die Klimaanlage ist jetzt zum ersten Mal dieses Jahr richtig am Arbeiten mal gerade. Das Ganze mache ich natürlich mehr oder minder im Schneckentempo, weil das sind zwei Straßen, die hier drauf führen. Und ich will natürlich nicht in jemanden reinfahren, der plötzlich erschrocken ist, weil ich da ankomme. Deswegen machen wir das lieber mal ganz ruhig. Boah, die Sonne ist richtig am Brennen. Einmal durch den Schatten gefahren, sagt das Thermometer nur noch 18 Grad. Aber von sowas lassen wir uns jetzt nicht ins Boxhorn jagen. Ne? Ja, das ist, es ist leider wieder dieser typische Fall gewesen. Nicht, dass ich euch das nicht zeigen will, das Abladen, sondern einfach, es ging zu fix. Das ging einfach ein Stück zu fix. So, jetzt fahre ich hier gleich rechts rum und dann da links raus. So bin ich nämlich hier reingekommen. Natürlich unter voller Ausnutzung meines gesamten Platzes. Weil da auch ein Stein ist. So, wartet. Und jetzt muss ich nämlich mal aufpassen, dass ich A nicht hinten über den Stein komme und B hier nicht über den Stein. Also der Stein hinten ist safe, aber wir werden ein bisschen übers Grün kommen. Das ist passiert halt, ne? Wenn Pflegeheime so gebaut werden, dass du nicht mit dem LKW hinkommst, dann passiert das halt. Das Navi wollte jetzt rechts, aber nee, wir fahren nach alter Manier so raus, wie wir reingekommen sind. So, jetzt geht es hier ein bisschen bergauf. Schöne Gegend, schöne Häuser. Wobei das Ding hier nicht unbedingt so toll aussieht. Sieht aus wie ein Schuhkarton. Ist bestimmt hier ein Architekt richtig austoben dürfen jeweils. Die nächste Residenz, also das nächste Heim, in das wir fahren, ist auch ein echt kleines, schnuckliges Ding. Ja. Aber weit zu fahren, denn das ist bei Besançon. Na? Wir sind jetzt bei Nancy und müssen nach Besançon. Das ist ein ganz schönes Stück zu fahren, Freunde. Also 227 Kilometer. Und das erklärt auch, warum diese Tour eine Zweitagestour ist. Denn normalerweise sind Stiegelmeier-Touren Tagestouren. Ganz, ganz selten mal auf zwei Tage angelegt. Das lasse ich erstmal ihn da vorne vorbei. Bevor ich dann weiterfahre. Er hat sich auch bedankt.
Sehr schön. Was ich euch schon mal sagen kann, also der Raum um Besançon bis Mühlhausen, na, den mag ich sehr. Landschaftlich wunderschön. Nicht zu stark besiedelt. Kein heißes Pflaster. Also da habe ich noch keine negativen Berührungen gemacht mit Diebstahl, Diesel und Co. Wie gesagt, also Frankreich ist halt leider wirklich schwierig. Schwierig ist das falsche Wort. Wenn man sagt schwierig, meint man ja meistens scheiße. Frankreich ist halt wirklich schwierig. Vor allen Dingen um die Ballungsräume. Und ganz schlimm halt zwischen Ballungsraum Lyon und Marseille. Bei Nizza ist es schon wieder gar nicht mehr so übel. Ja, da macht sie mit einem 500. Genau. Aber naja, so ist das eben. Jetzt müssen wir nochmal links abbiegen. Oh, jetzt haben wir jetzt auch langsam kühle Luft hier drin. Ja, ich bin das noch nicht. Also schlagartige Temperaturwechsel, so von Woche zu Woche 20, 30 Grad Unterschied, ist nicht so mein Ding. Mag kein Mensch, glaube ich. Ist anstrengend für einen Kreislauf. Ja, er sah aber auch aus wie ein typischer Brite, wenn nicht sogar Ire. Falls man denn typisch aussehen kann. Das möchte ich nämlich auch nochmal anmerken. Genau, also jetzt links und dann sind wir gleich schon wieder auf der Autobahn. Deutsche Direction. Ach, herrlich. Vielleicht sehen wir ja gleich nochmal ein Küchenhaus. Hier gibt es nämlich auch ganz viele. In der Region haben wir ja schon reichlich Küchen verteilt. Ja, Leute, ich schaue mich um, auch wenn ich hier eine Ampel habe. So. Denn Passanten und Fahrradfahrer halten sich nicht immer zwangsläufig an alle Regeln. Okay. Was kann ich eigentlich euch noch gerade mal mitteilen? Also ja, das ist eine sehr entspannte Tour. Wie gesagt, wir haben heute nur 6 Betten abgeladen. Das ist wirklich sehr entspannt und das ist auch nicht der Standard. Worüber wir aber auch reden können, ist die Tatsache, dass wir gerade ganz straff alle auf Ostern zulaufen. Und Ostern ist, das sind 2 Hauptkampfwochen für uns. Na? Das sind wirklich 2 Wochen, in denen es richtig hart werden kann. Denn wir müssen natürlich Touren fahren, haben aber jeweils einen Tag weniger. Na? Ist ja nur Karfreitag und Ostermontag. Feiertage. Nicht mitten in der Woche oder so, sondern ja. Das heißt, du musst in 4 Tagen oftmals ein Pensum schaffen. Was schon straff ist. Was du so sonst auch vielleicht in 5 Tagen fahren würdest. Deswegen, auch wenn wir uns jetzt alle auf Feiertage freuen, ich mich auch, weil ich werde mit meiner Familie zu meinen Schwiegereltern fahren. Die erste lange Fahrt mit dem kleinen Mann, mit unserem Jüngsten. Bin auch schon gespannt, wie er sich auf Langstrecke macht, denn wir haben 300 Kilometer zu fahren.
Und dann werden wir in das wunderschöne Tangermünde fahren. Dort leben meine Schwiegereltern. Und das ist auch wirklich eine Stadt, die ist eine Reise wert. Ja. Also, falls ihr einen Camper habt oder so, da gibt es auch so einen Campingplatz direkt an der Elbmündung. Denn Tangermünde, das ist eine Stadt direkt an der Mündung von Tanger in die Elbe. Tanger ist quasi, ja, ein Fluss würde ich es nicht nennen, ich würde es eher einen Bach nennen. Ein Bach, der da in die Elbe geht. Eine wunderschöne Stadt mit einem wunderschönen Burgberg. Sehr, 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 sehr viel altes, uraltes Fachwerkhaus. Ist auch schon für viele Filme benutzt worden als Kulisse. Und einfach wunderschön. Alte Stadtmauer, alte Stadttürme. Wunderbar. Ein Ausblick über die Elbe, der seinesgleichen sucht. Also wenn ihr unbedingt mal was braucht für so ein Wochenendziel oder so, oder auch mal für 3-4 Tage, so über Ostern, kann ich euch sehr empfehlen. Da gibt es einige gute Hotels, da kann man gut unterkommen. Man kann sehr gut essen, im Exempel zum Beispiel. Ja, jetzt würde man sagen, oh, das ist Werbung. Ja. Für schöne Städte und ihre Vorzüge mache ich gerne Werbung und das wisst ihr ja. Wie gesagt, Tangermünde. Nicht weit davon ist Stendal. Magdeburg ist quasi auch um die Ecke und dementsprechend, da kann man schon mal ein paar Tage verbringen. Ich werde auch mal gucken, dass ich es hinkriege, dass wir meinen Freund und ehemaligen Kollegen Jens besuchen. Jens und seine Familie, vielleicht kriegen wir das ja wirklich hin. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Das ist wirklich echt ein sehr toller Mensch. Und einfach mal sich nochmal gemeinsam in den Garten setzen, 2-3 Kaffee trinken, vielleicht ein Stück Kuchen essen oder so. Da hätte ich schwer Lust dran. Ja, der Typ, der euch hier bespaßt, der ist halt auch ein richtiger Mensch. Ne? Der hat eine Familie und der hat Freunde und so. Und warum sage ich das? Weil hinter jedem, in jedem Führerhaus mindestens einer dieser Menschen ist. Manchmal sogar zwei. Jeder dieser Menschen hat eine Familie und wir sollten nicht immer den LKW als Objekt sehen, sondern wir sollten den Menschen sehen, der darin seine Arbeit macht. Das Gleiche gilt übrigens auch für Rettungsfahrzeuge, für, naja, ich würde jetzt fast sagen, für Eisenbahner natürlich genauso. Ne? Genauso wie es für die Piloten gilt. Ja, ich weiß, jetzt werden einige sagen, ja, die verdienen ja auch deutlich mehr Geld, die Piloten. Das mag sein. Aber die nehmen für ihren Traumjob auch was auf sich. Und deren Familien nehmen natürlich auch was auf sich. Und glaubt mir, natürlich würde es meine Kinder wahrscheinlich mehr freuen, wenn ich jeden Tag zu Hause wäre. Natürlich. Aber das können wir uns jetzt einfach auch nicht aussuchen. Einfach deswegen, weil ich das halt auch wirklich brauche. Und ein gesunder Geisteszustand eines Vaters ist doch schon ziemlich wichtig, als einer, der nur am Roboten ist und mit schlechter Laune abends nach Hause kommt. Weil dann brauchst du auch nicht nach Hause kommen. Das ist zumindest meine persönliche Einstellung. Na? Herrlich. So, jetzt sind wir auf der Autobahn und werden erstmal eine ganze Weile fahren. Und was verbindet man natürlich noch mit Ostern? Ja, Frühlingsbeginn. Frühlingserwachen. Ihr seht es ja, hier fängt alles an zu grünen. Das ist so schön. Da freut man sich jedes Mal erneut drauf. Jedes Jahr aufs Neue. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass ich mich jedes Jahr ein bisschen mehr darauf freue. Auf diese Jahreszeitenwechsel. Das, was man als Kind und Jugendlicher auch gar nicht so wahrgenommen hat, weil der Blickwinkel halt auf viele Dinge auch völlig anderer ist, ne? Früher kamen uns Wochen vor wie Jahre. Heute kommen uns Jahre vor wie Monat. Also mir geht es zumindest so.
Zeit geht nämlich irre schnell vorwärts. Da, Gerda. Und jetzt Richtung A31. Kraftfahrtstraße, ne? Das heißt, ich darf ja auch 80 fahren. Eingestellt. Ah, beziehungsweise 83. Es gibt nichts, was einen mehr nerven kann als jemand, der wirklich Strich 80 fährt. Und das will ich nicht, dass ich Leute nerve. Ja. Herrlich. Also wie gesagt, ich freue mich riesig. Ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken, denn wir sind wieder dabei, Rekorde zu brechen im Augenblick. Ja, wir sind wieder bei 160.000 Stunden Watchtime angelangt. Nachdem natürlich durch die Geburt meines Sohnes und damit verbunden, dass ich auch 5 Wochen nicht gearbeitet habe, Videos ausgefallen sind, die man sonst hätte drehen können, ist natürlich alles so ein bisschen eingekracht. Die Watchtime ist eingekracht, die Aufrufzahlen sind zurückgegangen, völlig normal. Macht mir auch gar keinen Stress, ehrlich gesagt. Aber wir sind gerade dabei, uns da ziemlich von zu erholen, also der Kanal ist ja ziemlich bei sich zu erholen und ihr habt offensichtlich nach wie vor richtig Spaß auf der Möbelkutscher, auf dieses Projekt, und das finde ich toll. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Würdet ihr euch denn zum Beispiel auch nochmal Interviews wünschen mit Daniel oder einem anderen Kollegen, vielleicht sogar mit Kevin? Hättet ihr da Bock drauf? Ich meine, wir hatten schon mal ein Interview mit Kevin und das ist damals auch sehr gut angekommen. Ja. Also wenn ihr da Lust drauf habt, generell, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr mal was sehen wollt oder so, dann sagt einfach Bescheid. Und dann gucken wir mal, was man machen kann. Na? Was kann ich noch sagen? Genau, ich möchte mich auch explizit einmal bei euch bedanken für den Zuspruch für das Kroatien-Montenegro-Video. Dieses Video, ich mache jetzt schon seit einigen Jahren YouTube. Seit Jahren. Dieses Video ist jetzt schon unter den Top 5 von allen Videos, die ich jemals gemacht habe. Ich meine, das habe ich ja auch ein bisschen vorher gesagt, dass das passieren könnte, weil das Kroatien ist halt einfach wunderschön. Aber dieses Video habt ihr natürlich mit Leben erfüllt, mit vielen Kommentaren, mit vielen Likes, mit unglaublichen 100.000 Stunden Watchtime. Ja, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, wie viele Jahre das Lebenszeit sind, wenn man das am Stück gucken würde, ja. Danke dafür, Leute. Ich bin nach wie vor einfach mega happy, wie das hier abläuft. Dass wir untereinander so gut miteinander Kontakt halten. Dass wir untereinander so gut miteinander umgehen können. Das ist nämlich überhaupt nicht selbstverständlich. Und das werden viele LKW-Fahrer zum Beispiel auch werden mir dazu sprechen, dass LKW untereinander, gerade wenn man mal so auf Facebook guckt, oh, das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Das ist wie ganz viele Krähen, die sich gegenseitig die Augen aushacken, und bei uns funktioniert das sehr, sehr, sehr gut. Und dafür muss ich einfach Danke sagen. Und das will ich auch. Oh, herrlich. Alles ist am Sprießen und Ausschlagen. Ist das nicht toll, ey? Natürlich beginnt jetzt auch wieder die Zeit, wo die Scheibe voll ist mit Insekten. Das bleibt nicht aus. Die militante Veganerin, die würde jetzt wahrscheinlich auch sagen, dass ich ein totaler Massenmörder bin, wenn ich mit meinem LKW durch die Gegend fahre. Das stimmt auch. Dessen bekenne ich mich natürlich schuldig. Okay, Freunde. Dann sagen wir jetzt einfach mal, bis später. Freunde, so. Dann melde ich mich doch glatt nochmal zurück hier aus Besançon. Ja. 140 Kilometer vor Mühlhausen. Oder
wie der Franzose sagen würde, Mulhouse oder irgendso. Egal. Es sind noch 29 Minuten bis zum Kunden, 28 Kilometer. Wir werden aber nicht bis zum Kunden fahren, weil da zu stehen, zu bleiben, über Nacht werden, ist für die coole Idee. Zumal es jetzt gerade mal 16.30 Uhr ist. Das heißt, ich habe eine lange Pause. Yeah! Das mag ich. Fahren jetzt gleich auf den nächsten R, also auf den nächsten Parkplatz. Und dann schauen wir mal, 2000 Meter ist einer. Ja, das passt mir. Ich habe noch 25 Kilometer morgen früh. Und ich finde, das kann man mal so machen. Ja. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Das finde ich schön. Das Wetter ist ja wirklich ein Traum heute. 20 Grad. Oh, schön. Vor allem auch die Wiesen sind langsam wieder richtig schön grün. Das lasse ich mir gerne gefallen. Das war auf Mittwoch, ne? Das kommt auch noch dazu. Morgen Donnerstag, letzter Auslieferungstag. Oh, da kommt unser Parkplatz. So. Fahren wir mal drauf. Der ist schon gut gefüllt offensichtlich. Das sehe ich da durch die Bäume durch. Schön mitten im Wald drin. Will ich mal schnell gucken, dass ich natürlich einen Platz kriege, wo ich keinen Kühler neben mir stehen habe. Aber der scheint, der hat seine Gardine zugezogen, aber nur auf der Beifahrerseite. Warten wir mal ab, ob der wirklich hier Feierabend macht oder ob der vielleicht gleich sogar wieder weiterfährt. So sieht das schon mal ganz gut aus. Jetzt erstmal Motor aus. Standklimaanlage an. Herrlich. Lenkrad hoch. Ja, Leute. FIFA Feierabend. Und das auch echt zur frühen Stunde. Allerdings merke ich gerade, ich muss den Motor noch mal anmachen, denn mein Lenkrad steht noch nicht hundertprozentig gerade. Ich zeige euch das einmal. Es steht noch nicht hundertprozentig gerade. Jetzt gebe ich ganz leichten Druck drauf und fahre ein ganz kleines Stück. So. Jetzt steht es gerade. Warum muss es gerade stehen? Weil ich gleich meinen Laptop
aufbauen will. Aber ganz wichtig, wir nehmen jetzt hier erstmal die Fernsteuerung und setzen den Wagen vorne auf den Boden. Und warum das Ganze? Showgeschäft. Showgeschäft. Gut. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch abmelden, ne? Das heißt, ich muss eh noch mal auf Arbeitszeit stellen jetzt. Und dann geben wir mal schnell ein, dass ich Eingabefahrer 1, Ende Land, Frankreich. Ja, Frankreich. Das Land der Franken. Deswegen Frankreich. Das Reich der Franken. Okay. Seht ihr das? Sonne, es scheint. Ich mag das. Sehr sogar. Meine Haare sehen wild aus. Ich muss mal wieder zum Friseur. Jetzt warte ich noch, dass eine Minute Arbeitszeit drauf ist. Und dann drehe ich den Zündschlüssel wieder um. Und dann haben wir Feierabend. Dann aber wirklich. Dann mache ich mir, wie gesagt, den Laptop an. Werde meinen Bruder anrufen, fragen, wo er Pause macht. Und dann werden wir noch ein bisschen zocken. War Thunder. Das ist ein Computerspiel, was übers Internet läuft. Ey, wie lange so eine Minute dauern kann, ne? Hallo, spring doch mal oben auf eine Minute. Hallo. Hallo, spring doch mal um. Ja, übrigens 61 Stunden 24 habe ich in den letzten zwei Wochen insgesamt gelenkt. Yeah! Jetzt drehen wir uns den Schlüssel um. Aber erstmal nochmal gucken, ob Gang raus ist. Ja, ist er. Zündschlüssel um. Springt dann nämlich automatisch dann auf Pause zurück. Und somit habe ich dann auch offiziell jetzt Pause. Oh, ich habe das Internet noch gar nicht geprüft, ne? Oh, bitte sag das jetzt hier voller Ausschlag. 5G! Herrlich. Perfekt zum Zocken. Das war nämlich gestern Abend ja nicht gut. Ah, schön. Ja, ich freue mich. Und sag an dieser Stelle bis später. Guten Morgen, Leute. So, ich werde mir mal schnell Socken anziehen. Und dann hören wir ja mal ein bisschen quatschen, wa? Ein bisschen quatschen. Ja, heute Donnerstag. Letzter Auslieferungstag für diese Tour. Oh, fahren wir nicht das Auto kaputt hier? Man hat einen LKW-Fahrer, der ganz dicht nie mehr eingepackt hat. Ah, herrlich. So. Motor läuft. Draußen ist Pisswetter. Und wir machen jetzt Abfahrtkontrolle. Oh Leute, sind das schmutzige Felgen, wa? So. Dann lass mal. Hier ist überall Diesellache. Seht ihr das, wie das glänzt? Ist aber nicht von uns, das kann ich euch schon mal sagen, denn ich habe meinen Diesel noch. So. Das sieht auch alles noch ganz gut aus. Ja, Leute,
So läuft das, ne? Tja. Kurzer Check-up ist gemacht. Jetzt geht's wieder rein ins Auto und da reden wir weiter. Bis gleich. So, Freunde, dann wollen wir uns mal langsam auf den Weg machen. So, sind noch 25 Kilometer. Wir kommen da um ca. 20 vor 8 an. Das dürfte früh genug sein. Ja. Die Nacht war an sich ganz gut. Schon mal festhalten. Und meine Nase sitzt ein bisschen zu. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Besonderheit, die wir heute haben, beide Häuser, die wir anfahren sollen, haben die gleiche Postleitzahl. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die wirklich so nah zusammenliegen oder ob das ein Fehler ist. Da bin ich ja echt mal gespannt. Oh, der Volvo will uns noch überholen. Kann er auch ruhig machen, ist mir relativ egal. Der vor uns fährt ja nur 84. Lass mal dem Volvo mal passieren. Wir bleiben ja eh nur für 2 Kilometer auf der Autobahn. Da brauchen wir jetzt keine Überholmanöver starten, so nach dem Motto Harakiri. Ne? Entschuldigung. Ja, also beim ersten Haus gehen 10 Betten raus und beim zweiten nochmal 14. Ja. Da bin ich aber gespannt. Das Wetter ist nicht so toll. Vor allem fürs Bettenabladen nicht. Aber ja, so ist das halt im Leben, ne? Mal bist du Huhn, mal bist du Hahn. Wischwasser auf die Scheibe draufballern. Damit die mal ein bisschen sauberer wird. Gut. Wir haben hier aber auch Abfahrt drin. Hier bist du jetzt mit 50 drin und fühlt sich sehr, sehr schnell an.
Rutschstation. Keine Ahnung, warum es jetzt gerade gar nicht läuft. Sehr gut. Jetzt haben sie die geöffnet. Piep. Jetzt können wir durch. Minuten Landstraße, das kriegen wir wohl hin, oder? Oder was meint ihr? Ich denke schon mal. Was können wir denn eigentlich mal erzählen? Oh, ich weiß gar nicht. Oh, gestern ja Feierabend, kann ich mal ein bisschen nachträglich noch einfügen, was ich da gemacht habe. Also, ich habe gestern den Feierabend tatsächlich verbracht und habe mit ein paar Kollegen noch geschrieben, habe unter anderem auch mit unserem Nikita, mit unserem Sachsman geschrieben, der ist nämlich gerade in Schweden unterwegs und ja, dann habe ich mit Paul im Discord den Abend verbracht und habe dann quasi mit ihm gemeinsam dann Computer gespielt. Also er in Frankreich, in Nordfrankreich und ich hier unten im Elsass. Und so war der Abend dann auch relativ zügig, dann auch so weit, dass ich dann ins Bett gehen konnte. Ja. So ist es. Ich habe gestern nicht mal was gegessen. Ja, nichts quasi gegessen. Doch, ich habe zwei Mini-Frikadellchen, habe ich mit Tassiba reingezogen. Aber ich habe auch immer noch keinen Hunger. Also ich habe auch gerade nicht gefrühstückt, weil ich frühstücke nie. Ich weiß, das ist nicht ganz so clever. Aber wenn man keinen Hunger hat, braucht man noch nichts essen. Ne? Ich habe gestern ja auch nichts geleistet, das kommt ja auch noch dazu. Wenn man gerade mal 6 Betten ablädst, dann denkt sich mein Körper auch, ja, wofür sollst du da jetzt was reinstoppen, ne? Da ist ja auch gar nichts verbrannt. Tja. So ist das. So, wir sind jetzt auf einer Nationalstraße. Auf einer Nationalstraße darf ich tatsächlich 80 fahren. Und darauf habe ich jetzt auch den Tempomaten eingestellt. Ja. Für diese Woche wird dann auch nicht mehr viel sein. Also wie gesagt, ich mache jetzt die beiden Kunden noch und dann kann ich, glaube ich, nach Hause fahren, Auflieger beim Hersteller abstellen und dann war es das für mich. Na, dass ihr das schon mal einmal so ganz grob im Überblick habt. Und 700 Meter soll ich mich links halten. Wir schön über die Bergkuppe, können die ganzen Wälder sehen. Also wie gesagt, das Elsass ist wirklich wunderschön. Viele große, schöne Wälder. Gebirgig. Das Einzige, was halt eine Tatsache ist, also es ist nicht schön zu fahren mit dem LKW.
was halt einfach daran liegt, dass hier das Fernstraßennetz, sprich Autobahnen und Nationalstraßen, ist hier nicht das Größte. Also das ist ja nicht so viel. Deswegen bin ich auch gestern von Nancy über Dijon nach Besançon gefahren. Das ist eigentlich ein riesen Umweg. Ist aber schneller. Weil wenn du nur über kleine Dorfstraßen fährst, immer in der Gefahr dann auch wieder, so wie ich es gestern hatte, auch immer vor einer 3,50 Meter Brücke zu stehen, dann ist es manchmal besser, dann doch einen Umweg zu fahren und dafür dann halt Autobahn. Ist auch viel entspannter, ne? Und für die Menschen, die auf diesen Dörfern leben, ist es auch besser, oder ich sag mal, ist jeder LKW, der da nicht durchkommt, auch ein Segen. Wenn ihr auf dem Dorf lebt, zum Beispiel, keine Ahnung, hier so eine Hauptstraße wie hier, da seid ihr auch froh um jeden LKW, der halt hier nicht durchballert. Möchte ich einmal so festhalten. Also da habe ich schon volles Verständnis für, dass die Menschen da nicht so die Lust drauf haben. Boah, hier haben sie aber wild gebaut, ey. Da haben sie sich aber echt mal was zusammengebaut hier. Warum? Keine Ahnung. Sorry. Wie gesagt, auf dem Hals bin ich im Augenblick ziemlich belegt. Nationalstraße wird ausgebaut. Schnell, dass die Kamera ans Ladegerät packen, denn die hat mir gerade schon einmal gemeldet, dass der Akkustand nicht so der beste ist. Wir wollen ja diesmal hoffentlich, wenn der Regen aufhört, auch ein bisschen abladen filmen. Na? Dementsprechend sage ich mal bis gleich. So, Freunde, wir werden jetzt gleich hier die Autobahn verlassen. Falls ihr ein Störgeräusch drin habt im Ton, dann tut mir das leid, weil die Kamera halt gerade noch am Kabel hängt. So. Kann ich schon sehen, wo das Ziel liegt, und das ist gar nicht mal so weit geradeaus, aber da müssen wir durch den Wald fahren. Das machen wir natürlich nicht, wir fahren ja außen rum. Ach, herrlich. Und jetzt haben wir das kleine Örtchen hier erreicht.
Rios. Das Schild hängt kopfüber. Ihr wisst ja, dass das ein internationales Zeichen für Notstand ist, ne? Wenn man Flaggen und Ortsschilder verkehrt herum aufhängt. So. Mal gucken. Meter sollen wir links. So, geradeaus ist LKW-Transit verboten. Wir sind aber kein Transit, wir sind ja Anlieferer. Na? Also nicht, dass jetzt irgendjemand sich wundert, dass ich da in eine LKW-Verbotszone reinfahre. Angedeuteten Kreisverkehr. Eine Mini-Insel in der Mitte. Da sollen wir links. Vorne steht das Kriegerdenkmal, das heißt quasi, dass wir jetzt fast in der Dorfplatzmitte sein müssten. Sollte ich in 110 Metern mich leicht rechts halten. Und da geht es auch ziemlich bergauf. Muss der LKW schon mal ein bisschen buckeln jetzt. Bleib mal bitte stehen mit deinem PKW. Denn am Berg anhalten ist echt eine ganz, ganz miese Idee. Hier sind die Bäume auch wieder schön im Weg. Da vorne, das soll es sein. Fährt er schon rückwärts. Ja Leute, das hier ist unser Pflegeheim.
Und da werden auch schon fleißig Betten durch die Gegend geschoben. Ich denke mal, da müssen wir uns gleich aufmachen, dass wir dann rückwärts da reinfahren können. Also bis gleich. So, Freunde. Also, ihr seht es ja da. Da hinten steht noch ein Bett. Ja, das ging hier nicht so ganz so gut mit dem Abladen, weil der Auflieger schief steht. Das ließ sich hier gar nicht vermeiden, weil das alles am Berg ist. Und jetzt machen wir uns gleich auf den Weg zum nächsten Kunden. Ich lasse jetzt erstmal die Hinterachse runter. Genau. Das Abladeteam, was jetzt hier gerade noch beschäftigt ist, das kommt aber auch gleich zum nächsten. Das heißt, wir müssen uns gar nicht beeilen und es ist auch nicht weit. Es ist wirklich nicht. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Ah, herrlich. Jetzt braucht der LKW noch gerade ein bisschen Druckluft. Und dann können wir los. Ja, schon mal auch Google Maps zusätzlich anmachen, weil das Navi kennt die Hausnummer nicht. Und wir brauchen Rue Arc du Château. Jetzt gehen wir mal auf. Also wir können uns das erstmal angucken. Deswegen zum Beispiel benutze ich so gerne auch Google Maps, ne? Muss ich ehrlich zugeben. So. Ihr könnt jetzt also hier das Haus schon sehen und dann stellt sich natürlich für mich die Frage, müssen wir von hier aus rein, weil da hinten, das sieht so ein bisschen so aus, das könnte man da reinfahren zum Abladen oder aber müssen wir hier rückwärts rein? Gute Frage. Wird sich aber dann gleich klären, wenn wir da sind. Jetzt suchen wir uns erstmal eine Route raus. Da, 6 Kilometer kriegen wir hin. Start. So, ich werde da mal schnell hinfahren und dann melde ich mich gleich bei euch zurück. Ich hoffe, das ist okay für euch. Also, bis gleich. Flieger kommt schon mit, so dass wir da den Pöller nicht berühren müssen. Ja, das ist halt ein typisches Wohngebiet, ne? Jetzt müssen wir bei dem Kreisverkehr gleich gucken, ob ich da überhaupt außen rumfahren kann oder ob ich halt falsch rum durchziehe. Je nachdem, was gleich besser ist. Wir müssen erstmal hier schön weit wegbleiben in der Mitte, damit die Bäume mir nicht alle am Lack rumkratzen. Ne? Ja, es wird besser sein, wenn wir falsch rum durch den Kreisverkehr fahren. Ich denke mal, dass der Anzeigenhauptwachmeister das jetzt nicht sehen wird. Und jetzt schön vorsichtig vorwärts runter. In der Hoffnung, dass der Spoiler jetzt nicht aufsetzt.
mache ich das ganz langsam. Gut. Hat das doch schon mal geklappt. Wieder schön ruhig, wegen den Autos und den Bäumen, ne? Guckst du denn auch oder läufst du einfach nur los? Genau. Recht selten, dass in Frankreich die Leute dann anhalten und eine Lichthupe geben, sondern nach dem Motto, fahr du mal zuerst. Ist aber auch jetzt nicht so schlimm, vor allem nicht hier in der Situation. Bis zum Kreisverkehr und dann links, auch wenn das TomTom jetzt gerade was anderes sagt, aber das liegt auch daran, dass TomTom sagt halt, hör mal zu, hier ist Transit verboten, ne? Ja, schon mal die Heizung ein bisschen runtergestellt, weil es 15 Grad zwar nur, aber die Sonne hat wirklich Kraft. Und die Straße, die wir jetzt nutzen werden, das ist eine D-Straße. Da sollte es mit dem LKW eigentlich gar kein Problem geben. Auch unser Kunde liegt an einer solchen D-Straße. Also die sind mit D gekennzeichnet. Das sind so wie Landstraßen bei uns in Deutschland, ne? Was bei uns als L gekennzeichnet ist. So. Ist halt überall LKW-Verbot. Geradeaus darfst du nicht mit dem LKW. Müssen wir auch nicht. Glücklicherweise. So, hier nehme ich nochmal links. Rechts.
Übrigens, genau, ich habe da jetzt keine 10 Betten abgeladen, ich habe da jetzt 11 Betten abgeladen. Das ist alles ein und dasselbe, wie soll man das sagen, ein und dieselbe Firma mit verschiedenen Häusern. Und die brauchten jetzt halt hier keine 10, sondern 11 und dafür gehen halt beim nächsten nur 13 anstatt 14 runter. Ich denke, das ist auch vollkommen okay. So, eine Brücke ohne Kennzeichnung. Das heißt, die wird ja wohl ihre 4 Meter haben. Ja, hat sie auch. Nicht ein einziger Kratzer oben dran. Und zack, sind wir schon im nächsten Dorf. Trente Fontaine. 30. Vorne kommen auch schon wieder Franzacken in Sicht. Oh, Palmengarten. Dabei sind wir gar nicht so weit im Süden. Hier rum. Boah, der ging echt zackig runter, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier wird es kurventechnisch noch mal ein bisschen enger. Das haben wir gemeistert, ne? Leute, ihr seht es ja selber, das Wetter macht wieder richtig gute Laune und die habe ich auch. Auch wenn das hier nicht das entspannteste Fahren gerade ist. Aber das ist halt auch das, was ich meine. Diese Landschaft hier im Elsass, die ist einfach wunderschön. Kann man ja gar nicht mal anders sagen. Und unsere 13 Betten. Ja, das wird uns jetzt auch nicht vor so allzu große Probleme stellen. Das denke ich zumindest. Oh, hier rechts war ein Steinbruch. Jetzt müssen wir gleich nochmal in 900 Metern scharf rechts abbiegen. Guckt euch dieses wunderschöne Land an hier. Solche Gegenden kommst du aber auch echt nur mit so einem Kundenstuff, ne? Also ein großer Chemiepark wird hier wohl wahrscheinlich nirgendwo liegen. Machen wir mal schön ruhig hier und bergab. Ah,
Das ist gar kein Abbiegen im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine abklingende Vorfahrt, okay. Aber es geht trotzdem ganz schön steil bergab nochmal. Das ist wie so eine Serpentine. Deswegen fahren wir hier auch ganz ruhig rum. So, warte mal, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Platz. Jetzt lassen wir ihn erstmal fahren. Vorbildlich geregelt, Kollege. Richtig gut gemacht. Und jetzt hier mitten im wunderschönen Wald, kann man ja fast sagen, ne? Liegt dann gleich das Pflegeheim. Oh, guck mal, hier eine Fischfarm. Werden bestimmt Forellen gezüchtet, denke ich mal. Mega, ey. Oh, für sowas bin ich wirklich zu haben. Also wirklich zu haben. Das ist genau mein Ding. Ich fahre auch mit Absicht gerade sehr ruhig, weil A, haben wir nur noch 750 Meter bis zum Kunden. Und B, möchte ich auch für mich selber und für euch so ein bisschen Genusszeit geben, ne? Wir können ja eh erst abladen, wenn die da sind. Die anderen da sind. Und herrlich. Ich meine, einerseits, gerade jetzt für ein Heim für ältere Menschen, ist es natürlich schön, wenn du hier so mitten im Grün liegst, aber das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass die jetzt nicht mal eben schnell noch eine Kleinigkeit einkaufen können. Da kommt schon jemand, wartet mal. So, Freunde, jetzt hat sich gerade geklärt, wie wir das mit dem Abladen machen. Und zwar fahren wir jetzt hier mal rückwärts rein, drehen und fahren dann jetzt muss ich mal gerade gucken, was besser ist, weil ich hier hochdrücken ist jetzt nicht ganz so geil. Ihr seht es ja selber, weil das geht hier. Ja, die ist aber auch nicht besser, Mädel. But this one is not better. So, Leute, jetzt suche ich mir woanders was zum Drehen. Weil das, was wir da gerade hatten, das war nicht wirklich optimal. Das hier ist auch nicht optimal. Wie gesagt, wir fahren jetzt einfach mal wenden und dann kriegen wir das schon hin. Da kommt das nächste Dörflein.
schauen wir mal, ob hier gleich eine Kreuzung kommt. Stinknormale Kreuzung würde mir ja schon reichen. Sowas hier zum Beispiel. Muss ich mal gucken, ob mir das reicht zum Drehen. Das reicht. Seht ihr? Wenn, kann man auch in der Spitzkehre. Ich werde jetzt aber gleich mal die Kamera ausmachen, denn ich brauche gleich ein bisschen Konzentration, um da rückwärts auf den Hof drauf zu ziehen. Wir werden wahrscheinlich mit der Zugmaschine sogar noch auf der Straße stehen bleiben müssen, aber das sehen wir gleich alles. Na? Alles klar, bis später. Da laufen jetzt aber auch wieder so viele Menschen rum, dass das mit dem Aufnehmen schwierig wird. Na? Ich gucke mal, ob ich die Kamera zumindest auf dem Auflieger stellen kann, dass sie nur in den Auflieger hineinfilmt. Vielleicht ist das die beste Lösung. Also bis gleich. So Leute, nichts ist so beständig wie die Planänderung. Wir haben 8 Betten unten auf der anderen Seite vom Haus abgeladen. Da bin ich reingefahren und jetzt bin ich hier rückwärts hochgedrückt und das war noch deutlich steiler. Eng ist okay, auf eng stehe ich, aber steil rückwärts ist immer ein bisschen tricky, hat aber in einem Satz geklappt, also ohne nochmal Korrekturzug nach vorne. Da hatte ich aber für euch leider keine Zeit bei. Jetzt werden wir hier nochmal 5 Betten abladen und dann war's das. Na? Vorher trinke ich aber noch mal einen Schluck. Also bis später. Und leider sind hier echt zu viele Menschen. Laufen teilweise sogar auf dem Auflieger rum, obwohl ich das gar nicht möchte. Naja, bis später. So, Freunde. Es geht nach Hause. Beziehungsweise jetzt erstmal Richtung Hersteller. Und dann ist Wochenende. Und dann kann ich mir wahrscheinlich schon meine Tour für nächste Woche gleich mitnehmen. Und dann geht es wieder mit Betten südlich von Wien. Eine Stelle. Für den Dienstag. Und dementsprechend. Ich muss hier einmal ein bisschen ruhiger machen. Ihr seht es, ist ein bisschen eng hier. Und dementsprechend kann das halt schon eine ganz passable Sache werden. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich im Material nicht. Bis zur Straße runter. Höhenversatz ungefähr 5 Meter. Nur bis zur Straße. Auf dem kurzen Stück. Das ist echt steil. Und
Und dementsprechend fahre ich auch ganz vorsichtig und ruhig drunter. Ich habe die Zugmaschine komplett hochgepumpt, alles was geht, damit mir der Auflieger nicht hinten in die Zugmaschine reinknallt. Denn jetzt hat der Auflieger hinten, der hat noch locker 2 Meter mehr Höhe als die Zugmaschine. So, jetzt lasse ich die Zugmaschine während der Fahrt runter aufs Fahrniveau. Und wir machen uns auf den Weg zurück. Das sieht doch erstmal nach dem Plan aus, oder? Ja, eine Stelle, eine komplette Entladung soll wohl was ganz Einfaches sein. Deswegen wohl auch locker alleine zu fahren. Ja, werden wir uns anschauen, ne? Da haben wir ja so erstmal gar keinen Schmerz mit. Das Navi will jetzt, dass ich gleich drehe. Das werde ich natürlich nicht machen, weil ich bin aus der Richtung gekommen und weiß, dass ich die Richtung fahren kann. Also mache ich das auch. Gott, ist das schön hier, ey. Mein Husten, der nervt nicht nur euch, der nervt auch mich. Das ist echt doof. Ich gar keine Lust drauf eigentlich. Aber kann man sich in den seltensten Fällen ja auch aussuchen, ne? So, jetzt fahren wir hier nochmal den Zuchtteichen vorbei. Wir lassen jetzt erstmal den Bus durch. Weil ihr seht es ja, so ein Bus, der hat ein bisschen Überhang vorne und deswegen habe ich ihm jetzt das gegönnt, dass er nicht stehen bleiben muss. Ist auch noch ein Schulbus, das kommt auch noch dazu. Der soll mal ganz in Ruhe fahren. Ich habe da keinen Schmerz mit. Übrigens hier, das Navi sagt, ich soll hier über diesen kleinen Feldweg soll ich wenden, ne? Ja, nee, ist klar. Machen wir vorsichtshalber mal nicht. Jetzt gehen wir gleich schon mal ein Stück rüber. Abstand zu den Kids. Vorne kommt ein Auto. Und das ist hier diese Kehre. Passt doch auch haargenau gerade so. So, und jetzt berghoch. Noch ein bisschen ans Gas, ne? Und der nächste Schulbus. Und dabei ist es gerade mal kurz vor 12. Die heute keine lange Schule. Oder haben die Mittagspause, werden in der Mittagspause nach Hause gefahren? Denn französische Kinder haben sehr lange Schule. Zeitenmäßig. Das ist ein bisschen anders als bei uns in Deutschland, wo um 20 nach 1 der Unterricht aus ist. Kommen wir noch mal über die Kuppe drüber. Oh, schön. Herrlich. Ja, Leute, das sind so die Sonnenseiten unseres Berufes, ne? Dass wir teilweise echt Dinge genießen dürfen. Wenn man es denn kann, kann man es auch genießen, ja. Es gibt ja Menschen, die können das nicht. Die haben da keinen Blick für. Oder nicht mehr. Oder noch nie gehabt, ne? Ich allerdings, ich
genieße das brutal. Schön vorsichtig runter. Dann geht es nämlich gleich nochmal hart rechts. Auch wenn der Auflieger leer ist, muss ich hier nicht Harakiri fahren. Na? Ist ja nicht so, dass ich hier jemanden im Hals hätte oder am Hals hätte oder im Nacken sitzen hätte, der meint, hier mach schneller. Nö, mach ich nicht. Und selbst wenn er da sitzt, mache ich das nicht. Da sind zwei PKWs hinter mir, aber die können auch ganz gechillt fahren. Schließlich fahre ich hier mit einem 17 Meter LKW durch. Ne? So, jetzt kommt gleich nochmal diese Ortschaft. Da war ja auch so eine enge Kurve drin, aber die müssen wir gar nicht fahren, weil das war, glaube ich, Einbahnstraße an dem Punkt. Traitfontaine, genau. Jetzt müssen wir mal gucken. Genau. Genauso ist es, das ist Einbahnstraße. Jetzt lassen wir den PKW erstmal durch. Insofern er denn fahren will, ja. Und fahren jetzt die andere Richtung durch die Stadt. Durch das Dorf. Also so ein richtiges Dorf. Ich bin ja auch die zweite Hälfte meiner Kindheit auf Dorf groß geworden. Aber das ist kein kleines Kuhdorf gewesen mit 10 Häusern oder so, sondern immerhin 3200 Menschen haben damals schon da gewohnt. Mittlerweile mehr. Dazu haben wir hier, glaube ich, immer, zu solchen Dörfern haben wir immer Kuhdorf gesagt. Wenn es mehr Kühe als Menschen gibt, ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr das gemacht habt, aber wir als Kids, wir waren, glaube ich, so. Oh, manchmal haben wir auch Spaß gehabt. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Scheiße gebaut, ja. Hat auch Schelte gegeben dafür, aber also nie irgendwie sowas Bösartiges oder so, also nie uns gegenseitig verletzt oder nie irgendwie Sachbeschädigungen betrieben. Ja, vielleicht ist auch mal eine Glasscheibe zu Bruch gegangen, okay. Aber nichts Böswilliges oder so. Ich gehörte halt nämlich tatsächlich noch zu den Kindern der 90ern, die auch ja, Hütten gebaut, also Buden gebaut haben im Wald. Die noch mit Stöcken losgezogen sind und mit Stöcken Räuber und Gendarmen gespielt haben und sowas. Ja. Das war eine schöne Zeit. Hat der Auflieger natürlich den Staukasten erkannt, ne? Das System hat den Auflieger erkannt, so rum. Ja, ich bin jetzt auch wieder anders gefahren, als das Navi das wollte, weil ich einfach weiß, dass ich hierher gekommen bin und dass die Strecke hier deutlich besser mit dem LKW ist. Neuville-le-Cran. Rio. Jetzt will das Navi unbedingt, dass ich Richtung Norden auf die Nationalstraße fahre. Aber das finde ich nicht gut. Ich will zurück auf die
Autobahn, ich glaube A13 ist das, Richtung Mühlhausen. Weil ich habe jetzt keinen Bock hier eine Stunde über Kuhdörfer zu fahren. Also wir werden jetzt Richtung Besançon fahren. Da ist es auch ausgeschildert, Autobahn A, oh, A13 war ich aber ganz falsch, also Richtung A36. Richtung Besançon werden wir fahren. Okay. So, Freunde, ich werde jetzt erstmal eine ganze Runde noch eiern. Also fahren. Und dementsprechend sage ich an dieser Stelle jetzt erstmal bis nachher. Denn die Strecke sind wir heute Morgen auch schon gefahren. Genau. Alles klar. So, 18 Kilometer bis zur A36. Ja, da sind wir schneller. Oh, Navi hat sogar schon umgeschalten. Sind übrigens 803 Kilometer bis nach Hause. Ja, perfekt. Bin gehauen. Freunde. So, also, da vorne ist Granice. Das ist polnisch für Grenze. Ne? Oder Border im Englischen. Wir fahren jetzt gleich rüber nach Deutschland, über den Rhein, und dann sind wir in Deutschland. Das ist auch gut so. Freut mich. Herrlich. Der Daniel ist auch auf der A5, also die A5, die wir jetzt gleich auffahren, und Daniel ist auch auf der A5. Hat aber gute 2 Stunden Vorsprung. Ja, genau. 2 Stunden. Wenn es gut läuft, treffe ich mich heute Abend auf dem Autohof mit dem Daniel. Der hat ja jetzt seine ersten beiden Wochen hinter sich, wo er komplett alleine fährt. War jetzt gerade in Südfrankreich mit Nolteküchen und dementsprechend, ja, vielleicht kriegen wir das hin, dass wir dann uns heute Abend wiedersehen. Es ist dieser Bulli, ne? Mach doch noch langsamer mit deinem Bulli. Der mit seinem LKW, er kommt gar nicht aus dem Knick. Ein 500er Volvo. Das sind halt doch nur Luftpumpen, wa? So. Grenze. Auch hier ein Kraftwerk, ne? An einer Staustufe. Da hinten ist das, sind die Schleusen. Und wir fahren jetzt Richtung Freiburg, Karlsruhe und Frankfurt. Ja, haben wir so noch ein bisschen was zu tun. Fahren kann ich jetzt noch 2 Stunden 19, dann muss ich eine Dreiviertelstunde Pause machen. Und das ist auch gut so. Wetter ist hervorragend, 19 Grad, Sonnenschein. Ja, die A5 hat aber was Negatives, und zwar sehr viel Überholverbot über sehr lange Strecken. Das ist nicht schön. Wirklich nicht. Und naja. So, Leute, wir sind wieder in Deutschland. Das heißt, wir sehen uns dann zum Feierabend. Alles klar? Rinjahau! Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. So, da drüben, da, seht ihr das? Da leuchtet was. Das ist der Daniel. Daniel, sag mal was. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Leute, wir werden jetzt gleich gemeinsam nämlich mit dem Daniel Richtung Heimat fahren. Was sagst du dazu? Das klingt super. Herrlich. Leute, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich kann nicht funken und filmen gleichzeitig während der Fahrt. Aber ich habe mir gedacht, ich wollte euch einmal unbedingt den Daniel präsentieren und seinen schönen Frachtwagen. Da werden wir nachher vielleicht bei Tageslicht mal kurz noch an einem Parkplatz anhalten, oder? Das sollte man bestimmt hinkriegen. Perfekt.
Ja, sobald wir 10 Minuten drauf haben, können wir los. Also du kannst jetzt schon losfahren. Ach, so, Leute. Hast du voll oder was? Ah, ja, Junge. Alles klar, dann zieh ich mal vorne. Ja, brauchst nicht zu schnell machen, weil ich brauche noch ein bisschen Luft. So. Genau, unser LKW braucht noch ein bisschen. Ist der Gerte etwa die Booster ausgegangen? Der geht doch nicht die Booster aus, Großer, das weißt du doch. Lagerta ist multitaskingfähig. Die kann beides gleichzeitig voll abgehen und mal zwischendurch einblasen. Also abpusten. Schaut euch das an. Da ist er, der Daniel. So, jetzt können wir auch gleich los. Okidoki, Freunde. Rollen wir mal langsam Richtung Schranke. Ach, herrlich. Jetzt muss ich auch mal schnell mein Ticket raussuchen, ne? Hab gehört, das könnte Sinn machen. Ah, Leute. Also, Ticket habe ich jetzt. Jetzt fahren wir Richtung Ausfahrt von diesem wunderschönen Autohof. Ja, viele Kraftfahrer werden jetzt sagen, ich fahre nicht mehr zu Maxi, die sind mir zu teuer. Aber für jemanden, der Großbritannien gewohnt ist, sind die 20 Euro Parkgebühr hier vollkommen okay. Vor allem 10 Euro davon sind Freifahrtsherr. Und qualitativ ist das Essen hier wirklich sehr, sehr gut. Das kann man einfach mal so festhalten. Hey, ich drehe gerade auch eine Ehrenrunde, ich bin einmal falsch abgebogen. So, ist gerade eh Stau vor der Ausfahrt. Ja, Daniel fährt nochmal eine extra Runde. Das bedeutet, wir können ihn gleich an uns vorbeifahren lassen. Ist auch schon mal was wert. Großer, hier ist eh Stau vor der Ausfahrt. Bestimmt jemand vergessen, seine Karte durchzuziehen. Ach ja. So, da müsste der Daniel jetzt nämlich gleich kommen. Ah. Schau dir noch an, diesen tollen Frachtwagen. Ja, Leute, so, Kabel wieder dran. Ja, ich wette, da hat, wie gesagt, jemand vergessen zu bezahlen oder aber seine Karte zumindest zu entwerten. Wir leiden jetzt alle. Ja, leiden ist relativ, ne? Oh, es geht los, ich fahr vor. Ja, dieser Parkplatz, Freunde, hat nämlich ein Schrankensystem, so wie viele Autohöfe es mittlerweile in Deutschland haben, weil sonst zu viele Fahrer sich das Bezahlen sparen würden, haben die meisten Autohöfe dazu umgestellt, Schranken zu haben.
Und erst wenn bezahlt ist, kommst du wieder runter vom Parkplatz. So. Und wenn dann einer halt vergessen hat, seine Karte zu entwerten, dann müssen alle anderen kurz warten. Das ist doof hier, wenn ein Autotransporter ausgerechnet hier auf dem äußeren Parkplatz steht. Na du, verdammt schön Trecker geladen, ne? Ja, genau das habe ich gerade auch für die Kamera gesagt. Gerade sagen, Alter, der Nächste, der sein Ticket nicht entwerten lässt. Ah, Mann, ey, warum glauben die denn wirklich, dass sie hier noch rauskommen würden, ohne zu bezahlen? Ich kann es nicht verstehen. Ich schätze mal, die werden bezahlt haben, aber die haben mal nicht gewusst, dass sie noch entstempeln müssen. Ja, er wird sich jetzt denken, Kurwa Boba. Ist auch mal Gas geben. Ja, das ist in den Schlappen gar nicht so einfach zu laufen, das weißt du doch. Er läuft jetzt los. Der kriegt ja schon wieder Puls. Am frühen Morgen, hör mal. Am frühen Morgen. So, ich mache jetzt mal kurz die Kamera aus, weil das wird ja zu lange dauern. Ja, Leute, so. Wie gesagt, ich mache euch mal kurz aus, weil das dauert jetzt, bis der da wieder da ist. Also bis gleich. Oh, es geht weiter. Ja. Oh, da war er doch mal schnell, wa? So, Freunde. Nehmen wir nämlich unser Ticket und führen das hier ein und schon zap zap geht die Schranke auf. Und erst wenn der Daniel hinter uns herkommt, werde ich auf den Kreisverkehr reinfahren, um auf die Autobahn zu kommen, so wie jetzt. Denn den wollen wir auf jeden Fall mitnehmen ins Game. Ja, solange es dunkel ist, kann man auch in Deutschland noch gut filmen, wenn man eh keine Kennzeichen mehr kennt, ne? Ist das nicht toll? Ey, die haben doch einfach auf uns gewartet, oder? Hab ich mir auch gerade gedacht. Echt, ey, die waren wie abgesprochen, die Leute. Sind die jetzt alle hier gleichzeitig um die Ecke gekommen?
So, jetzt gehen wir direkt den Berg rein. Das ist natürlich auf kaltem Motor nicht so das Beste, aber was willst du machen, ne? Der Autohof liegt halt mitten in so einem Tal drin. Der ist vor mir eingeschert und war langsamer als ich. Was soll ich machen, ne? Ich gehe ja nicht bergauf vom Gas. Ist ja kein Überholverbot. So, Leute, wir werden jetzt erstmal eine kleine Runde fahren. Und ich denke mal, dass wir bei Tageslicht dann einmal auf dem Parkplatz irgendwo anhalten und dann nochmal eine kleine Aufnahme von Daniels einem schönen LKW machen. So, und solange werden wir jetzt erstmal ein bisschen Spaß haben. Also, sag ich mal, bis gleich. Leute, so, ich melde mich nochmal zurück bei euch. Ich bin jetzt am Hof angekommen. Ich habe auch schon meine neue Tour am Haken. Mit einem wunderschönen Westerfeld-Auflieger. Ein Achser. Sehr schön. Alufelgen. Das sieht richtig gut aus. Da werden wir nächste Woche tolle Bilder von machen. Eine Stelle unten bei Wien, knapp 1000 Kilometer Anreise. Sonntagabend geht's los, fahren wir mit 4,5er bis Fulda die Ecke. Und das wird toll. Ich weiß, die Tour, das Video jetzt ist bestimmt nicht das Beste. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr mir natürlich gerne einen Kommentar da lassen. Ja. Herrlich. Ja, ich bin zufrieden mit der Woche. Werde gleich abgeholt von meiner Frau. Gehe noch kurz ins Büro. Mache noch ein paar Papierarbeiten. Und dann war es das für mich. Ja. Das war eine schöne Woche. War es wirklich. Und was bleibt jetzt noch zu sagen? Genau. Tschö mit Ö. Und ciao mit V. Ringehauen.